Einen wunderschönen guten Morgen aus Pointe-à-Pitre auf Guadeloupe, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum nächsten Vlog unserer Karibikreise an Bord von MSC Seaside zum Jahreswechsel 2022-23. Heute geht's für uns auf einen Ausflug ins Inselinnere. Wir schauen uns einen der wenigen Hindu-Tempel der Insel an und dann geht's weiter zu den Wasserfällen von Carbet. Diese stürzen sich aus einer Höhe von über 100 Metern ins Tal. Das wird also mit Sicherheit ein super imposanter Anblick werden. Schön, dass ihr mit dabei seid und ich würde sagen, lasst uns gehen. Viel Spaß auf Guadeloupe. Ja, ihr Lieben, und zurück von unserem Landausflug auf Guadeloupe zu den Wasserfällen von Carbet. Gute 4 Stunden waren wir jetzt mit MSC unterwegs. Das Highlight des Ausflugs waren mit Sicherheit die Wasserfälle von Carbet. Wunderschön in einem tropischen Regenwald gelegen, war es schon sehr beeindruckend, diese Wassermassen aus einer Höhe von 115 Metern ins Tal stürzen zu sehen. Der Weg zu den Wasserfällen war eigentlich ganz gut ausgebaut. Es gibt allerdings so ein paar Passagen, die sehr steinig und rutschig sind. Ihr solltet also schon relativ gut zu Fuß sein, wenn ihr euch für diesen Ausflug entscheidet. Ja, für uns geht es jetzt gleich im Anschluss zum Abendessen ins Bedienrestaurant. Für euch haben wir eine Timelapse vom Auslaufen aus Pointe-à-Pitre und dazu wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß. Ja, ihr Lieben, und zurück vom Abendessen aus dem Bedienrestaurant. Das war einmal mehr im allerbesten Sinne unauffällig. Ja, grundsolide italienisch bzw. mediterran inspirierte Kreuzfahrtküche, so wie man das eben von MSC kennt. Ja, und das wäre es dann auch für heute gewesen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, sehr gerne auch ein Abo und schaut auch gerne mal auf unserer Website vorbei. Dort findet ihr eine große Menge an Hafeninfos, Landausflugsideen und Kreuzfahrtangeboten. Morgen geht es dann für euch und für uns in Bastia auf St. Kitts und Nevis es weiter. Wir machen eine Fahrt mit dem Zuckerrohr-Express über die Insel und ich bin mir ziemlich sicher, das wird eine super schöne Geschichte werden. Bis dahin sage ich einfach, macht's gut und tschüss, euer Chris von Kreuzfahrtsüchtig.